Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Traders Talk, Morning Meeting und Markteröffnung live aus einem Frankfurter Trading Floor. Ich freue mich, dass wir auch im neuen Jahr mit der Webinarreihe hier weitermachen können und das Traders Talk Team hier uns weiterhin zur Verfügung steht. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind und sich weiterhin für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns wie immer den Risikohinweis an, denn auch in diesem Jahr sind diese Webinare nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und bitte diese Veranstaltung entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und bevor ich das Wort übergebe, natürlich wünsche ich Ihnen auch in diesem Jahr ganz viel Erfolg. Also, fangen wir an, gebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche auch euch viel Erfolg und selbstverständlich auch viel Spaß. So, wunderbar. Jetzt muss ich mal kurz schauen, dass ich hier auch den richtigen Bildschirm übertrage natürlich. So. Genau, sieht gut aus. Das müsste passen. Auch von mir und meinem Kollegen, dem Alex, schönen guten Morgen. Auch ja, ich hoffe, Sie hatten einen guten Handelsstart in das neue Jahr. Wir sind, wie gesagt, von Traders Talk. Kurz zu den Unterlagen jetzt. Dann mache ich mal das. Genau, das Sheet hier auf. Das sind die Overnight News, zu denen der Alex jetzt gerade gleich was sagt. Wir hören jetzt hier ein bisschen den Squawk bei uns. Ja, natürlich, wir hören auch Squawks zu, ganz klar. Unser Ablauf ist, also wie gesagt, wir sind ja im Trading Floor in Frankfurt. Das, was Sie hier sehen, ist Teil unseres börsentäglichen Webinars. Auch Teil unserer Vorbereitung für den Handel natürlich. Und dann starten wir erstmal hier mit den Overnight News, all dem, was wichtig ist, was heute so auf der Agenda steht. Und danach übernehme ich, wie gesagt, das macht der Alex Meyer, und dann übernehme ich und machen wir die Chartbesprechung anhand der ja, Produkte oder der Kontrakte, die DAX, Eurostox, Bund und den S&P Future. Also dann übergebe ich jetzt mal an den Alex mit den Overnight News und all dem, was wichtig ist für heute. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ja, und gleich die gute Nachricht: mit Zahlen werde ich heute keinen erschlagen. Ich habe nur eine eigentlich. Ja, arbeiten wir die mal ab. In China gibt es ja zumindest die Nachricht, da sollen 280 Milliarden US-Dollar in den Stabilisierungsfonds fließen, 50 Milliarden in lokale Fonds. Ist jetzt eine ganze Menge, aber auch nicht übertrieben viel. Hat den chinesischen Börsen vielleicht ein bisschen geholfen. Die sind allerdings mehr oder weniger auch plus minus null. Also fangen wir mal von hinten an, von Asien. Bank of Japan lässt die Geldpolitik unverändert. Und ja, beide Börsen heute mal mehr oder weniger unverändert. Hongkong hat davon profitiert, auch wir vielleicht ein bisschen. Wir hinken ja noch immer eigentlich relativ kräftig den Amerikanern hinterher. Hatten gestern so gut wie keine neuen Nachrichten. Die einzige neue Nachricht vielleicht vom Wochenende: DeSantis hat das Handtuch geschmissen. Das ist gut für Trump. Und naja, Trump wird zumindest zugetraut, hier die Wirtschaft ja, in Schwung zu bringen oder zumindest die amerikanische Wirtschaft kräftig abzuschotten. Das sind zumindest so seine Pläne. Damit könnte man vielleicht erklären, warum es in den USA momentan besser läuft als in Europa. Die vielen neuen Höchststände, die wir hatten, auch gestern wieder mehr oder weniger durch die Bank, auch wenn wir sie nicht halten konnten, haben natürlich dazu geführt, dass hier einige Kaufprogramme dann anlaufen und die Kurse mehr oder weniger weiter oben halten. Gestern hatten wir allerdings einen eher unerquicklichen Tag, würde ich mal sagen, so eine Seitwärtsbewegung, hohe Volatilität, Momentum ein bisschen rausgegangen. Man scheint auch wieder auf die Zahlen zu schauen, und zwar positiv. Sprich, gute Konjunkturzahlen sind dann auch wieder gut und nicht schlecht mit Blick auf die Notenbanken. Ja, von den Renten kommt ein bisschen wenig Unterstützung. Das scheint aber momentan ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Auch die Zinssenkungsfantasien scheint jetzt niemand zu stören, dass die ein bisschen ausgepreist werden. Man schaut wieder auf die Zahlen und sagt sich, naja gut, die Zinssenkungen werden kommen. Vielleicht ein, zwei, drei Monate später als geplant oder angenommen von uns Anlegern. Aber ja, solange die Wirtschaft gut läuft, ist alles okay.
Und dazu werden wir dann auch heute Zahlen haben, Quartalszahlen. Zum ersten Mal große Industrieunternehmen, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Ja, was haben wir noch? Verizon und heute Abend Netflix. Das ist es dann mehr oder weniger. Ansonsten bleibt es von Zahlen weitgehend ruhig. Wir haben die Woche noch EZB, also auch von der Seite kommt kein Störfeuer, weil die dürfen nicht mehr sprechen jetzt vor der Notenbank-Sitzung. Ja, und damit bin ich dann eigentlich auch schon durch. Wir haben noch Vorwahlen in New Hampshire dann, aber ich denke mal, auch da wird sich Trump relativ klar durchsetzen. Damit bin ich dann eigentlich auch durch mit den Nachrichten. Wünsche Ihnen viel Erfolg und gebe dann hier, ja, weiter an Wango. So, dann übernehme ich mal, machen wir einen fliegenden Wechsel und starten wie gewohnt. Wie gesagt, wir betrachten hier DAX, Eurostox, S&P und auch den Bund Future. Das sind so die Produkte, die wir hauptsächlich im Fokus haben. Und ich starte mal mit dem DAX und da den Blick auf den Daily Chart. Wir haben hier oben bei der 17.200 das Kontrakt und auch das All-Time-High. Dieses Jahr hat begonnen hier mit diesem Hoch 17.123 und danach haben wir Abschläge gesehen. Ja, von denen haben wir jetzt eigentlich so gut die Hälfte wieder wettgemacht. Wir haben auf der Unterseite, das sieht man hier ganz kurz hier im DAX unter der 16.584, das war ein markantes Low nach diesen Tops hier oben, haben wir gebrochen, drunter geschlossen, aber dann gleich auch wieder Rebreak geschafft, also den False Break hier unten gut verkraftet. Viele Anleger wurden hier auf dem falschen Fuß erwischt, viele institutionelle Short gewesen, da gab es hier entsprechende Eindeckungen. Ja, was dann nach oben noch geht, wird sich zeigen. Das schauen wir uns jetzt mal für den heutigen Tag zumindest in der Stunde an und da ist der DAX bereits schon relativ umtriebig nach dem gestrigen Konsolidierungstag. Den sprechen wir gleich an. Also wir haben hier am gestern Morgen im asiatischen Handel die 819 geprintet gehabt und dann haben wir die dann mit Beginn der Kasse hier getestet und auch erstmal verteidigt. Sie sehen das hier. Dann hat man unten hier den Unterstützungsbereich gehalten, so im Bereich 733, 703, das war gestrige Unterstützungszone, gestriges Tief, die 718, also das Support-Level hier, die Unterstützung hat einen schönen Long-Entry geliefert und damit kommen wir jetzt hier auch, was die Szenarien für heute angehen. Also wir sehen, dass der DAX jetzt bereits neues Hoch zu gestern realisiert. Wir haben noch nicht drüber geschlossen in der Stunde, das ist da werden wir gleich nochmal drauf schauen. Um 9 Uhr sieht eigentlich gut aus, dass wir die gestrige Konsolidierung jetzt erstmal hier nach oben auflösen. Erste Kursziele auf der Upside wären dann auch die 16.880 bis hoch auf die 16.918. Also das ist oben erstmal Ziel- und Widerstandsbereich. Und die 918 ist das Hoch vom letzten Montag, vom 15.01., wo der jüngste Abwärtsimpuls begonnen hat und wie gesagt, hier oben wäre dann entsprechend diese Formation dann auch komplettiert. Ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz hier in der Stunde, wie das aussieht. Natürlich, eine Seite geht in der Regel schneller, in der Regel ist es auch die Bewegung nach unten, die ging hier relativ schnell und jetzt hier so mit bisschen Delay, also wie gesagt, hier unten drunter der False Break unter der 584, ja, da sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir hier oben zumindest mal das Hoch vom letzten Montag erstmal erreichen könnten, was dann hier oben auch Ziel und Widerstand wäre. Ja, nimmt er auch dieses Level raus, ja, dann hat er auf der Oberseite 9,75 eigentlich bis zur 17.000. Das wäre ein nächstes Kursziel, aber wir gehen zunächst mal immer davon aus, dass Unterstützung in Grün und Widerstände in Rot oder diesen Zahn Rosa hier erstmal halten. Das ist erstmal so das Default-Setting oder die Default-Anamnese genau. Deswegen sollte der Markt jetzt hier hochlaufen, ist das zunächst mal ein Kursziel und dann auch Widerstandsband, wo sich dann eventuell Short-Gelegenheiten bieten. Ein Rebreak unter die 8,19, 8,21 hat dann auf der Unterseite oder hätte als erstes Kursziel die 7,70 und dann da unten drunter natürlich der Bereich um das gestrige Tagestief 7,33, 7,03.
was dann hier auch erstmal Support bieten sollte. Also das zunächst mal die Szenarien im DAX Future. Jetzt schauen wir uns den Eurostoxx an. Den Blick auf den Daily erspare ich mir hier. Das machen wir hier anhand des Stundencharts. Und auch hier zu sehen, also das war das Hoch vom letzten Montag. Sie sehen, da ist der Eurostoxx ein bisschen näher dran bereits wie der DAX. Gestriges Hoch hier die 4519, das Hoch vom letzten Montag die 4523. Das ist die obere Range-Begrenzung unserer Widerstandszone, die gestern hier erstmal verteidigt wurde. Das sieht man hier ganz gut. Also gestriges Hoch 4519, hier gestern dann im Rahmen der Kasseröffnung hier oben verteidigt und unten zunächst mal zumindest mal Kursziele, kleinere Kursziele erreicht. Also das Short-Setup hier oben hat zumindest mal einiges an Kursgewinn gebracht. Und hier greift er jetzt wieder an. Wie gesagt, die 4519, gestriges Hoch, zunächst mal die relevante Marke oben drüber, die 23. Nimmt er das hier auf der Oberseite raus, dann ist nach oben hin erstmal Platz bis zur 33,36. Das sind auch nochmal markante Daily Hochs. Sie sehen das hier, das liegt ein bisschen weiter zurück. Das sind die beiden Tageshochs. Also das sind dann Kursziele für den Fall, dass wir die 4,523 rausnehmen, 33,36 und dann da oben drüber die 45. Wobei die 33,36 schon relativ wichtig sind. Also da könnte der Markt schon ein bisschen pausieren. Bleibt der Eurostoxx hier oben hängen an dem Widerstandsbereich, ja, dann Ziele auf der Unterseite zunächst mal hier um die 4,495, aber eigentlich Platz bis zum gestrigen Tagestief, 4,486 fällt er da drunter, dann unten breites Ziel und Unterstützungsband 4,457 bis zur 72. Also die Europäer gestern konsolidiert, da ist da schon ein bisschen voraus hier mit dem Herausnehmen der gestrigen Hochs. Der Eurostoxx hatte, wie gesagt, den Widerstand noch vor der Nase. Ja, ist natürlich immer wichtig, sich beide Märkte gemeinsam anzuschauen. Da verweisen wir auch immer wieder auch bei unseren Teilnehmern darauf, dass man die Märkte versucht, hier im Gesamtbild zu betrachten, DAX und Eurostoxx. Genau. Und der dritte im Bunde ist für uns der S&P Future. Und hier muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Also der hat hier ein neues All-Time-High geprintet, rechnerisch hier von dem Kassakurs abgeleitet, um die 4.848, 4.849. Das letzte markante Hoch, was er rausgenommen hat, war die 4.841,5. Die wurde am Freitagnachmittag oder früher Abend nach Kasseschluss bei uns, also zwischen 17 und 18 Uhr, gebrochen. Und Sie sehen, dass wir haben hier geschlossen dann am Freitag in den USA bei der 4,874,25. Das war das Wochenclose und damit auch die Bestätigung des Bruchs und des neuen All-Time-Highs. Von daher alle Signale aus den USA positiv bullish. Und gestern haben wir einen Konsolidierungstag hingelegt, unten dann nochmal getestet, das Vorwochenhoch, von dem ich eben gesprochen habe, die 74,25 für gut befunden. Gestriges Hoch hier, die 98,25 und in dieser Range bewegt sich der Markt auch jetzt vorbörslich oder hier im europäischen oder asiatischen Morgenhandel. Also unten der Bereich 74,25, 73,5 erstmal wichtig. Auf der Oberseite erste Marke 4,888 und dann da oben drüber das Kontrakt und All-Time High 4,898,25. Ja, also hier Konsolidierung auf hohem Niveau in den USA. Hier sind alle Zeichen auf grün. Alle Indizes DAX, Eurostoxx, sorry, der S&P, Nasdaq und auch der Dow mit neuen Hochs. Da ist die Nasdaq erstmal mit neuen All-Time Highs, die Nasdaq erstmal vorgelaufen. Am imposantesten, wobei gestern ja, da am ausgeprägtesten Konsolidierung stattgefunden hat, dann der S&P und am wenigsten überzeugend bisher der Dow. Ich komme jetzt zum Bund Future, so ein bisschen das Sorgenkind. Nachdem wir hier eigentlich uns gut erholt hatten, vielleicht soll ich dann doch nochmal hier den Tageschart hier bemühen, genau. Nachdem wir uns von der Bodenbildung gut erholt hatten im Bund, zeige ich hier mal genau, das war hier eigentlich so ein, ja, vom September letzten Jahres quasi so ein, ja, wie so ein W,
und dann so eine Nackenlinie hier oben im Bereich um die 131,70. Die wurde gebrochen, dann markante Hochs hier geprintet, 138,84 war das Hoch Ende letzten Jahres und seitdem, ja, abgebende Kurse, ja, wie gesagt, da hat man insgesamt ein bisschen zu viel erwartet von den Notenbankern, was mögliche Zinssenkungen dieses Jahr angeht. Da sind viele, die mit den 5 respektive 6 Zinssenkungen da schon dachten, dass es zu viel ist. Und dementsprechend kommt der Kurs jetzt hier im Bund ein bisschen weiter unter Druck seit Beginn des Jahres. Das ergibt folgendes Bild für den heutigen Tag. Nach dem gestrigen Konsolidierungstag auf niedrigem Niveau haben wir im Bund unten bereits hier Test des gestrigen Tagestiefs, genau die 134,16, da hat er jetzt aufgesetzt. Das ist auch die erste wichtige Marke hier im Bund. Oben die Marken 31, 33, die uns interessieren. Unterhalb der 16 hätte er Platz unter 33, 92 und dann unten hier der Bereich, der ja, letzte Woche eigentlich gut verteidigt wurde, um die 133, 73. Für die Bullen wird es positiver. Wie gesagt, wenn er hier das gestrige Tief und heutige Tief fällt, die 134, 16, und dann auch im Weg nach oben hier die Kursziele rausnimmt, die 31, 33, weil dann hat er auch Platz hoch an das gestrige Tageshoch, die 134, 66, nimmt er auch das raus, kommt oben die wichtige Marke, das war ehemals Unterstützung, der Bereich 134, 87 bis zur 134, 95, das war hier Support und nach dem Bruch ist das hier Widerstand, wie so oft bei uns, ja, dass Unterstützung zu Widerständen und umgekehrt werden. Also das so die Szenarien für den Bund, für den heutigen Tag. Wie gesagt, wichtig ist bereits am gestrigen Tagestief, da unten drunter wirklich halt eigentlich Platz. Nach dem POC hier 133,92, dann hat er Platz hier runter in dem Bereich 133,70, 73. Also das war's. Für den Moment, jetzt zumindest was die Chartbesprechung angeht, von meiner Seite aus. Und wir hören uns dann gleich noch vor Cash Open mit allen wichtigen. Also wie gesagt, S&P, der Eurostox ist am Widerstand dran, der DAX bereits über den gestrigen Hochs. Das sind so mal erstmal die Vorgaben, indem wir auch dann in den Kassenhandel starten. Ja, dann hören wir uns gleich wieder. Ich möchte mal hier hinweisen auf die Factsheets, die hier in den Unterlagen im Webinar hier hinterlegt sind. Also das, was wir hier besprechen, zumindest jetzt im Morning Meeting, das fassen wir auch zusammen hier in den Factsheets. Das sieht dann so aus, also für die einzelnen Produkte, FDAX, Eurostox, Bund und auch den S&P dann später am Nachmittag. Die erstellen wir vor 8 Uhr, stellen wir dann unseren Kunden zur Verfügung, auch
uns auch im Members-Bereich auf der Webseite. Also das so an Widerständen und Unterstützungen, die auch grafisch aufgearbeitet worden sind. Wie gesagt, stehen hier als Unterlagen erstmal zur Verfügung für all diejenigen, denen es jetzt irgendwie zu schnell ging hier mit dem Rückblick und dem Ausblick, hier, was die entsprechenden Szenarien angeht, hier an den Märkten. Ne, diese Unterlagen bestehen da, auch hier die News- und Konjunkturdaten vom Alex, hier, auf die er eingegangen ist, all das, was ja, zwischen gestern Abend und heute Morgen passiert ist, was wichtig ist oder was wir für wichtig erachten mit den entsprechenden Unternehmensdaten. Wir sind, wie gesagt, im Berichtszeitraum, Quartalszahlen, viertes Quartal, mittendrin, da hat der Alex ja schon erwähnt hier, was heute so ansteht, ganz wichtig. Ja, Netflix heute auch nachbörslich, ansonsten GE, 3M, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, die kommen alle über die europäische Mittagszeit, also noch vor Beginn des US-Kassehandels. Genau, das zu den Unterlagen, die wir hier zur Verfügung stellen. Ja. So, dann warten wir jetzt hier auf den Beginn der Kasse. Wie gesagt, dem DAX wird es darauf ankommen, kann er hier das gestrige Hoch zunächst mal verteidigen, die 16.819, können wir da oben drüber schließen, um da weiter Wegstrecke nach oben hinzulegen. Und ja, wer da noch ein bisschen zum Problem werden könnte, ist der Eurostoxx. Wie gesagt, der hat noch kein neues Hoch, das gestrige Hoch, die 4519, da waren wir jetzt bis auf einen Tick dran. Widerstandsbereich hier bis zur 4523, erst da oben drüber dann Platz. Genau, unsere Betrachtungsweise ist natürlich, wir brechen es runter aus dem Tageschart, runter auf den Stundenchart, was unsere Analysen angeht, und so die kleinste Zeiteinheit, worauf wir achten, sind 3-Minuten-Charts, und ein Widerstand gilt als so lange als bestätigt oder gehalten, sage ich mal hier exemplarisch für den Eurostoxx, solange wir hier nicht über dem über der oberen Widerstandsbegrenzung, oder wenn es ein Horizontalniveau ist, wenn es nur eine Einzelmarke ist, jetzt zum Beispiel 4.519, wenn wir nicht drüber schließen, solange gilt das Ganze auch als haltend, sodass er den Widerstand hält. Ne? Also solange wir jetzt hier nicht oben drüber schließen, in 3 Minuten, natürlich ist alles, was kleiner als eine Stunde ist, immer ein bisschen fehlerbehafteter. Da macht es natürlich oftmals Sinn, auch auf den Stundenkurs zu achten, wie wir jetzt halt mit Beginn der Kasse hier im DAX darauf achten wollen, ob er oberhalb des gestrigen Tageshochs, oberhalb der 819 schließen wird. Sieht gut aus. Dann müsste nur noch der Eurostoxx das gleich auch so sehen und dann nach oben rausgehen. Ansonsten kann es natürlich immer mal sein, dass wenn der Eurostoxx an einem wichtigen Widerstand ist und den hält, dass wir im DAX dann ein Rebreak, sogenanntes False Break, dann unter das gestrige Tageshoch dann sehen. Aber wie gesagt, dafür sind wir ja da, um dahingehend zu sensibilisieren und auch das Ganze entsprechend zu kommentieren. Also, und unten am gestrigen Low angekommen, die 134,16 Tagesextreme sollten eigentlich hier in grün markiert sein. So, das habe ich jetzt auch entsprechend im Bund so gemacht. Wie gesagt, der hat jetzt hier das gestrige Tagestief erstmal geprintet und bestätigt. Hier unten die 134,16. Kann er das verteidigen? Dann natürlich erstmal oben ist das hier ein kleines Long Setup mit zunächst Kursziel 134, 31, 33. Wenn Sie Fragen haben, wenn irgendwas zu schnell geht, gerne hier stellen, vielleicht auch den Webinar-Chat hier oder ja, den Webinar-Chat nutzen. Ansonsten vielleicht nochmal kurz der Hinweis, also wir sind hier Traders Talk, www.traderstalk.de, genau das. Sind hier, das, weil das natürlich die Präsenzbörse ist, ist hier von uns 100 Meter Luftlinie. Da haben wir unser Handelsbüro. Wer wir sind, dazu finden Sie hier ein bisschen was. Ich bin der junge Herr hier, der Kollege Alex Meyer, der neben mir sitzt. Das ist
dieser hier, da können Sie auch ein bisschen was hier zu unserer Vita lesen, wo wir herkommen, was wir machen. Wir sind hauptsächlich im Handel, haben natürlich aber auch Analysten, Coaches, Mentoren und wem hier dieses Squawkbox, was wir börsentäglich haben, wo wir jetzt auch die Schaltung parallel zu Ihnen haben, wem das gefällt, da finden Sie hier, das Produkt heißt hier Trader Stock Premium. Das können Sie unverbindlich und auch kostenlos natürlich dann für 14 Tage testen. Einfach hier draufdrücken, Trial beginnen, hier das Formblatt ausfüllen, das ist leider notwendig. Und dann haben Sie Zugang auch zu dem ganzen Archiv, was Factsheets und Meetingaufnahmen angeht und, und. Also das nochmal hier zur Info. Und dann haben wir jetzt noch hier ja, gute 3 Minuten bis zum Cash Open. Der Bund scheint unten erstmal zu verteidigen. Sie sehen das hier, gestriges Tagestief geprintet und da prallt er jetzt erstmal ab. Ja, noch 3 Minuten, 2,5, wie auch immer. Ich habe gerade nochmal über die Einzelwerte geschaut, gibt da keine auffälligen Bewegungen, kann sich dann natürlich ändern, dann gleich ab 9. Wir sehen, dass der Eurostoxx ein bisschen hinterherhinkt, auch der S&P DAX, naja, hat zumindest gerade eben mal versucht, ein bisschen nach oben zu gehen, aber gleich werden die Karten dann neu gemischt mit dem Kassa Opening. Wie gesagt, bei den Aktien keine Verwerfungen, da kann man ja auch immer mal drüber schauen, ob da irgendwo ein Schwergewicht ein bisschen bremst oder ja, Gas gibt, aber ist heute eigentlich nicht der Fall. Also sollten wir da zumindest in Europa keine allzu großen Divergenzen haben dann im Handel, auch wenn, wie gesagt, der Eurostoxx ein kleines bisschen hinterherhinkt momentan. Der Blick hier natürlich auf die Einzelwerte, gerade wenn wir sehen, irgendwo, dass der eine Indiz jetzt DAX und Eurostoxx, der eine geht und der andere nicht, ist natürlich zunächst mal geht der Blick hier auf die Einzelwerte und deren Gewichtung, ja, im Eurostoxx schwergewichtet hier die ganzen Luxuskonsumgüter mit LVMH und L'Oreal und wie auch immer, das sind so die Heavyweights dort. Die wurden Anfang des Jahres abgestraft, hier gerade auch was so ja, irgendwelche Beschränkungen und Extrazölle da in Asien respektive China angeht, aber davon hat sich der Eurostoxx eigentlich wieder gut erholt. Im DAX sind andere Branchen dann stärker gewichtet als im Eurostoxx. Natürlich einzelne Werte vom DAX natürlich auch im Eurostoxx, aber die Zusammenstellung da eine etwas andere. Deswegen, gerade wenn der eine Indiz mal geht und der andere nicht, geht da der Blick zunächst mal wirklich auf die Einzelaktien. Kann da irgendwo dort das Übel liegen, dass da der eine oder andere stärker gewichtete Wert out oder underperformt, ja. Also jetzt haben wir noch eine gute Minute bis zum Cash Open. Im DAX sieht es gut aus, dass wir hier das gestrige Tageshoch hier auch in der Stunde erstmal brechen. Von daher sollte der Bereich dann die 8,19, 8,21 im Setback unterstützend sein. Das sind hier unten die beiden markierten Linien, ja, um dann zu schauen, was da nach oben, ob da noch was geht. Also das sieht hier nach einem bestätigten Bruch aus im DAX. Der löst die Konsolidierung von gestern nach oben auf. Das wird hier auch in der Stunde so sein, dass wir drüber schließen. Von daher mit dem Bruch, na, wir gucken immer so auf die Daily Levels, natürlich dann so die wichtigsten in der Betrachtung. Schließen wir hier drüber, dann ist der Bereich hier um das gestrige Tageshoch 8,19, 8,21 dann auch erstmal unterstützend, sollte unterstützend wirken. So, erneut ein neues Hoch hier im DAX, den der Eurostoxx tut ein bisschen schwer. So, jetzt geht es gleich los. Also noch gute 10 Sekunden jetzt bis zum Cash Open. Also wir haben ein bestätigtes Kaufsignal im DAX. Eurostoxx, wie gesagt, der ist noch unterhalb des gestrigen Tageshochs, das ist die 4519 und unten gestriges Tagestief bestätigt. So, jetzt geht's los.
Wir sehen Eurostox am gestrigen Hoch dran, 4519, DAX macht oben weiter. Also der ist hier unterwegs in Richtung Ziel- und Widerstandsband der DAX. Der geht davor, ganz klar der Outperformer heute. Sie sehen, also hier kommt jetzt richtig Kaufdynamik durch den bestätigten Bruch des gestrigen Hochs auf der Oberseite. Kursziel im DAX oben, die 880 bis hoch auf die 918. Also all diejenigen, die hier long sein sollten, vielleicht sogar vorbörslich zwischen 8 und 9, hier oben erstmal ein Kursziel, wenn sie nicht schon Kursgewinne realisiert haben. Minimal neues Hoch zu gestern im Eurostox. Ich habe kurz drüber geschaut. Sie sehen das also hier. Das Ganze noch eher bedächtig. Der tut sich ein bisschen schwer, der Stocks. Und das ist sicherlich für den DAX kontraproduktiv, will ich jetzt nicht sagen, aber wäre natürlich gut, wenn beide am gleichen Strang ziehen würden. Ja. Also, Sie sehen hier, DAX kommt oben nicht weiter. Ja, das Übel liegt im Eurostox, der zwar ein Tick neues Hoch zu gestern gemacht hat, aber oben erstmal abprallt. Den S&P, wieso wir den morgens betrachten, weil der wichtig ist. Auch in unseren Augen ist er wichtig. Und von daher kommen ja erstmal keine Impulse. Der hat das aktuelle Tageshoch erstmal bestätigt, hier die 85,5. Vom S&P können natürlich Impulse ausgehen. Deswegen. Währenddessen macht der Bund hier unten ein neues Tagestief, also der fällt jetzt hier unter die 134,16. Also wir halten mal fest, wir haben ein Long-Setup im DAX, der ist oben nicht ganz an das Kursziel rangelaufen. Hoch die 71,880 wäre das Target, unten wichtige Marken für uns im DAX, die 821,819, gestriges Tageshoch. Eurostox bleibt oben erstmal ja, hängen. Mit einem Tick neuem Hoch, kommt nicht über das gestrige Tageshoch, die 4519, kann sich aber auch nach unten jetzt erstmal nicht absetzen. Also jetzt nach dem Hoch im DAX kommt jetzt hier ein bisschen ja, Gewinnmitnahmen, kommt er leicht zurück. Wir sehen im Bund, der hat ein neues Tief zu gestern geprintet, aktuell 134,12, ist ja noch kein bestätigter Bruch. Der Unterseite, das wäre der Fall, wenn er hier unten drunter schließen würde in M3. Also DAX ja, kommt oben erstmal nicht weiter. Eurostox scheitert am gestrigen Tageshoch.
relativ, ja, ruhig will ich nicht sagen. Dafür war im DAX schon viel los. Also der hat eigentlich so den Bruch des gestrigen Hochs sehr gut umgesetzt, auch nach oben hin ja schon einiges an Wegstrecke gemacht. Hier an ist halt natürlich nicht weitergekommen, weil da der Eurostox am Widerstand erstmal hängen bleibt. Und insgesamt auch die Volumina, ja, gutes Eröffnungsvolumen natürlich jetzt mit Beginn der Kasse im DAX, so gutes Volumen in 3 Minuten um die 900 Kontrakte für uns. Ja, da haben wir drüber gehandelt, aber danach die nächste Kerze bereits wirklich nur ein Drittel davon, also ist viel weniger. Da kommt bisher erstmal nichts nach an Kauforders. Und Eurostox, wie gesagt, oben erstmal hängen geblieben und der verteidigt erstmal hier dieses Widerstandsband. Also hier wäre auf der Unterseite ja erstes Kursziel vielleicht die 07. Jetzt hier ein kleines Horizontalniveau hier aus M3. Also Eurostox ist im, solange er oben natürlich den Widerstand hält, im Short Setup, ja, anders als der DAX. Noch kein bestätigter Bruch des gestrigen Tages tief im Bund. Sie sehen das, der kämpft nach wie vor um die 134,16. Also ist heute mal ein gutes Beispiel, wo wir so entgegengesetzte Handelsrichtungen haben. Wie gesagt, der zeigt es gerne mal, der DAX mit dem bestätigten Bruch des gestrigen Hochs, das ist die 819, mit Beginn der Kasse eigentlich, das hat er schon vorbörslich gemacht, oben drüber geschlossen, aber dann die Stunde mit Beginn der Kasse dann auch drüber geschlossen, also bestätigtes Kaufsignal im DAX. Schöne Wegstrecke gemacht nach oben, nicht ganz an das Ziel und Widerstandsband hingelaufen. Kommt jetzt aber schon um einiges zurück. Und wäre so ein bisschen der Spielverderber, gerade was so die Long-Ausrichtung angeht, ist halt der Eurostox. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man, wenn man den einen oder anderen Kontrakt handelt, sicherlich das andere Pendant sich auch anschauen muss. Ja, für all diejenigen, die jetzt im DAX sich wundern, wieso geht es hier oben nicht weiter, ist das ja der Grund, ne? Und so ticken und so handeln Institutionelle, weil das die beiden Benchmark-Indizes sind, der Eurostox natürlich sehr viel mehr. Hier müssen die Institutionellen investiert sein und das sind die natürlich auch, ob es jetzt hier Lebensversicherer, Pensionskassen sind und. All diejenigen haben natürlich den Eurostox, was Europa angeht, im Blick auf der Agenda. So, und da sehen wir, dass das Scheitern am gestrigen Hoch im Widerstandsbereich hier natürlich ein Short-Setup ist und ja, der Unterseite jetzt ein mögliches erstes Kursziel, hier so um die 07 ist, ja, da ist er fast schon dran. Also Short-Setup, jetzt ist er dran, genau. Also diejenigen, die vielleicht hier oben was gegeben haben, hier mit dem False-Break am gestrigen Tageshoch, die können sich hier, können zumindest noch mal vielleicht Teilgewinne hier realisieren mit Erreichen der 07 und sogar drunter, einen Tick drunter, also hat hier oder könnte hier zumindest mal Teilpositionen schließen, die bereits ins Geld gelaufen sind, ja.
Also erfolgreiches Short Setup im Stocks. Ja, und DAX kommt jetzt hier auch weiter zurück. Ein kleines Horizontallevel, was er hier vorbörslich geprintet hat, hier hat er erreicht die 834 und da unten drunter natürlich die 819 respektive die 821, wobei die 19 das gestrige Hoch ist, was uns natürlich umso mehr interessiert. Also, jetzt kommt ein bisschen mehr Druck. Ja, ich vermute mal, dass das, was der Eurostox hier weiter das Übel ist. Also hier läuft das Eurostox weiter im Geld. Wir haben auch den S&P oben am kleinen zwischenzeitlichen Tageshoch scheitern sehen. So, und jetzt kommt der DAX auch in Richtung gestriges Tageshoch. Jetzt wird es hier wichtig sein zu gucken im DAX. Kann er das verteidigen oder fällt er da drunter? Wir haben jetzt auch im Bund und bestätigten Bruch des gestrigen Lows, die unter die 134,16 in M3 geschlossen. Also hier ist auf der Unterseite erstmal viel Platz im Bund. 133,92 wäre ein erstes Kursziel. DAX hat hier ein erstes kleines Horizontallevel, die 21 erreicht. Wie gesagt, die 19 gestriges Daily High. Hier werden die Bullen gut daran gut beraten, hier das zu verteidigen. Ansonsten natürlich dann da unten drunter Möglichkeit des Ballsbreaks. Und wenn das auch in der Stunde dann bestätigt ist, dann könnte auf der Unterseite auch ein bisschen mehr kommen im DAX. Aber zunächst mal denke ich, dass es hier gut supported sein könnte. Also auch hier für all diejenigen, die eventuell im DAX vielleicht einen Short hatten. Also hier kann man entweder Short schließen oder wenn man hier daran glaubt, dass das gestrige Tageshoch verteidigt wird, vielleicht ein Relong hier bieten. Weil nochmal, die 19 ist natürlich wichtig, haben wir rausgenommen, auch in der Stunde rausgenommen im DAX. Das kann hier gut und gerne auch verteidigt werden. Ja. Wie man solche Setups handelt, wie man sowas handeln kann, ja. Dazu gibt es bei uns auch Coaches, unter anderem der Sergei Wolf. Der hat in seinem Webinar, die finden zweimal die Woche statt mit seinen Teilnehmern, Mentees, da geht er wirklich auf solche Setups ein. Aber auch hier im Rahmen der Webinarreihe mit FX Flat, die wir auch in diesem Jahr mit dem Sergei fortsetzen werden, zeigt er dann auch, wie man solche Setups spielen kann, wie man dann in den Markt kommt, welches, wo Trigger sein können, um eventuelle Setups erstmal zu erkennen und dann auch in den Markt reinzukommen. Also all diejenigen, die sich dafür interessieren, es gibt genug Webinare, auch aufgezeichnete Webinare von FX Flat mit dem Sergei, aber auch darüber hinaus auf unseren Kanälen da in YouTube vieles, was man sich anschauen kann, kann ich einem nur jedem empfehlen, das zu tun, weil es ein absoluter Mehrwert ist, weil halt oftmals gefragt wird, ja, wie handelt ihr denn sowas? Das ist so eine Art, wie man sowas handeln kann, wie man Setups erkennt, Long, Short Setups und dann entsprechend auch den Trigger in den Markt hat. Also hier unten wird erstmal verteidigt im DAX. Wie gesagt, ein kleines Horizontalniveau war die 21,19 gestriges Tageshoch. Da wird erstmal supported.
Also diejenigen, die im Eurostoxx den Short spielen, gespielt haben, die können hier weitere Kursgewinne oder sich über weitere Kursgewinne erfreuen. Wie gesagt, der bleibt oben am Widerstand hängen, solange das der Fall ist. Ist das hier ein Short-Setup und hat jetzt mit Verlassen des Widerstandsbereichs hier unterhalb der 4513, zumindest mal augenscheinlich ein erstes Kursziel erreicht, hier 4507. Ein nächstes mögliches Kursziel, aber da ist natürlich jeder von Ihnen gefragt, wer Short ist, da nach eigenem Belieben, Risiko-Money-Management, da Kursziele auszurufen. Also aus dem Chart heraus hier die 4494, dann ein weiteres Target auf der Unterseite. Nach Möglichkeit, währenddessen hat der DAX auch das gestrige Hoch, die 16.819 jetzt getestet. Ja, also hier, das ist wichtig für die Bullen. Ansonsten droht, wie gesagt, mit einem, fällt er da drunter, dann mögliches False Break dann. Und dann müssen wir mal schauen, was da noch nachkommt. Ja, Sie sehen das, jetzt ist der Druck da natürlich hier an so einem Level, an der 19, an dem gestrigen Hoch, sind natürlich viele Interessenten, die versuchen, das zu verteidigen. Also all diejenigen, die hier auch mit dem Bruch drüber in der Stunde hier long gegangen sind an der 19 oder oben drüber long gegangen sind und sagen, okay, wir haben drüber geschlossen in der abgelaufenen Stunde um 9 Uhr. Deswegen gut möglich, dass sie jetzt hier versuchen, den Markt hier dagegen zu halten oder sich sogar hier unten drunter dann erstmal ausstoppen. Also entgegengesetztes Bild, hier hat sich der Eurostoxx jetzt durchgesetzt, halten oben am Widerstand. Ich hoffe, das ist vielen jetzt von Ihnen verständlich, die vielleicht den Eurostoxx gar nicht auf der Agenda haben, wieso der wichtig ist. Also das ist jetzt wirklich ein exemplarisches Beispiel heute, weil er oben an diesem wichtigen Widerstand hängen geblieben ist und der DAX ja hier zumindest jetzt in M3 einen False Break hingelegt hat. Jetzt schließt er unter den gestrigen Tages hoch. Mal schauen, was da jetzt noch kommt auf der Downside. Ob da noch was kommt, ja. Wie gesagt, Eurostoxx 4500, der kommt hier weiter zurück. Das Short Setup hier schon richtig gut im Geld im Stocks. Für ja, diejenigen, die hier oben dagegen gehalten haben, das Short Setup hier spielen, handeln. Ja, Sie sehen auch, der S&P kommt ein bisschen zurück, wobei der, ja, das ist so ein bisschen weniger Niemandsland. Also im S&P wird es auf der Unterseite erst wichtig, am gestrigen Tagestief respektive am Vorwochenhoch unten der Bereich 4874 ein Viertel, 4873 ein Halb. Das sind die wichtigen Marken im S&P. Ja, das ist so, ja, so kommentieren wir die Märkte. Wie gesagt, versuchen da relativ neutral ranzugehen, aber die Setups, die wir halt dann sehen, wie zum Beispiel oben am Widerstand hängen geblieben, ganz klar zu kommunizieren, ja, das, und da gibt es halt auch ganz klare Regeln. Solange er nicht drüber schließt, wie gesagt, hier über der 4523 in M3, gilt das Ganze als Short und der läuft halt, wie gesagt, weiter ins Geld. 4494, nächstes mögliches augenscheinliches Kursziel im Eurostoxx. Ne, DAX, der kommt bisher erstmal nicht viel nach auf der Unterseite. Jetzt schauen wir mal, ob er jetzt ja im Setback das gestrige Tageshoch, die 19, verteidigen kann. Ja, also jetzt macht auch ein neues Kassetief, ein weiteres neues Kassetief der DAX.
im Bund ein Fortsbreak, ne, nachdem wir hier unter den, na, ich zeige es mir ganz gerne nochmal, unter das gestrige Tagestief gefallen sind, unter die 134,16 in M3 und auch drunter geschlossen haben. Jetzt mit dem Rebreak, schauen wir mal, jetzt scheint er nach dem Rebreak, hat er das Ganze nochmal im Setback getestet, ob er da jetzt nach oben hier Kursziele erreichen kann. Erste wären dann die 134,31, 134,33. Das, wie gesagt, der Bund Future. Währenddessen legt DAX, Eurostox und auch S&P unten nach. Gibt keine neuen Nachrichten. Wir schauen, ob es vielleicht, nee, auch hier in den Einzelwerten jetzt irgendwie keine größeren Ausreißer, die hier, doch Siemens Energy, aber das ist eher mal auf der Profit-Seite, also die sind gut im Plus heute. Nichtsdestotrotz, Fortsbreak im DAX und da kommt jetzt natürlich jetzt auch im Nachhinein auch weiter Druck auf, ja, und der wird natürlich unterstützt vom Eurostox, der halt sowieso schon die Richtung eingeschlagen hat, nämlich die Short-Richtung, weil er oben am Widerstand hängen geblieben ist. Ja. Schön zu sehen hier nochmal in der Stunde, währenddessen macht der S&P minimal neues Tagestief, also da die enge Handelsrange im S&P oben 85, unten 79 erstmal komplett gehandelt. Also Eurostox gescheitert oben am gestrigen Hoch an der 4519 und nähert sich jetzt hier im weiteren Kursziel der 4494, also Shorts von hier oben liegen alle sehr gut im Geld. Wir, weil ich immer wieder hier von Teilgewinnmitnahmen spreche, klar, Teilgewinnmitnahmen kann man realisieren, wenn man eine mehrere Stückelungen hat, ja, was wir gerne selber machen, ist irgendwas durch drei teilbar, ob es jetzt im Future oder im CFD-Bereich ist oder ja, im Mini oder im Micro. Und da, wenn man sowas machen kann, dann kann man natürlich auch Teilgewinne mitnehmen. Und deswegen versuchen wir auch dann entsprechende Levels auch zu kommunizieren, an denen man Teilgewinne realisiert. Und da ist halt das nächste Level im Eurostox hier aus dem Chart heraus, die 4494. Ja, auch DAX kommt weiter zurück. Also das ist jetzt das Szenario, was zum Tragen kommt, wenn der eine Index an einem Widerstand oder an der Unterstützung hängen bleibt und der andere die bricht. Und DAX hat halt den das gestrige Hoch temporär mal rausgenommen gehabt, auch vorbörslich zwischen 8 und 9 hier oben drüber geschlossen, dann auch in der Stunde drüber geschlossen, neues markantes Tageshoch geprintet und kommt jetzt hier komplett zurück mit einem Rebreak unterhalb des gestrigen Tageshochs und den entsprechenden Abschlägen, die da zum Tragen kommen. Also hier diejenigen, die hier versuchen natürlich den Long zu verteidigen, ja, und diejenigen, die im Short sind. Und da haben sich jetzt hier die Shorts durchgesetzt, natürlich begünstigt durch das sowieso schon existente Short-Setup im Eurostox. Und das ist fast auch schon am nächsten Kursziel dran, 4495 jetzt im Low der Stocks. Das nächste Target hier aus dem Chart heraus ist die 4494. Falls Sie Fragen haben sollten,
gerne stellen. Da ist jetzt, ja, hoffentlich ist verständlich. Das würde uns natürlich freuen. Aber nochmal, falls es hier zu schnell geht, Sie können das Ganze natürlich dann auch im Mitschnitt von FX Flat dann die nächsten Tage sich dann nochmal zu Gemüte führen, oder Sie machen da ein kostenloses und unverbindliches Trial bei uns auf der Webseite und schauen sich das Ganze nochmal den Zusammenschnitt an. Es scheint erstmal keine Fragen zu geben. Sie sehen, DAX legt weiter nach. Also wirklich ein gutes Beispiel hier für divergente Märkte. Gründe jetzt, wir haben jetzt nur charttechnische Gründe, die wir sehen, wieso der Eurostoxx oben halt am Widerstand hängen geblieben ist, hier mit dem Scheitern am gestrigen Tageshoch. Wir können jetzt hier keine Einzelwerte irgendwie für verantwortlich machen. Es ist einfach charttechnischer Natur, oben am Widerstand hängen geblieben und jetzt erreicht er hier unten gleich ein weiteres Kursziel. Na, jetzt ist er dran, genau, also hier fast passend zur, weil wir gehen auch so langsam auf die halb 10 zu. Hier hat der Eurostoxx ein weiteres Kursziel erreicht. Ich hoffe, vielleicht, dass der eine oder andere von Ihnen das Ganze auch umsetzen konnte hier und auch es vielleicht hilfreich war, dass man DAX und Eurostoxx immer zusammen sich anschauen muss. Den DAX kommt hier weiter zurück. Also hier wäre ein weiteres augenscheinliches Kursziel nach dem Fortsbreak unterhalb des gestrigen Tageshochs auf der Unterseite der Bereich um die 770. Das ist ein nächstes, ne, so 374 bis zur 70. Das sind nächste Kursziele im DAX auf der Downside. Also, weil es jetzt, ne, auf die halb 10 zugeht, nochmal ein kurzer Blick hier, was den Stundenchart angeht. Also, wir halten mal zusammen. Wir haben positive Vorgaben gehabt, insbesondere im DAX. Der hat hier vorbörslich bereits oberhalb des gestrigen Hochs gehandelt, oberhalb der 8,19. Ich sehe jetzt gestrig, ich sage als 19, gestriges Hoch war die 820, sorry, ja, muss ich mal relativieren. Das war nämlich. Ja, genau, das war das Zwischenhoch gestern, die 8,19. Also, bitte nicht übel nehmen. Nichtsdestotrotz, wir haben hier vorbörslich oben drüber gehandelt, haben drüber geschlossen in der Stunde. Das ist ein bestätigtes Kaufsignal gewesen. Da hat er auch nachgelegt dann mit Beginn der Kasse hier hoch und fällt jetzt hier unter das gestrige Hoch zurück. Da ist der Übeltäter, der Eurostoxx, der ist nämlich oben hängen geblieben am Widerstandsband, was wir haben. Das ist die 4513 bis hoch auf die 23. Der ist gescheitert hier im Speziellen am gestrigen Tageshoch. Das ist die 4519. Da hat er Ticken drüber geschaut und Sie sehen das hier. Das Short Setup hier nach unten jetzt auch umgesetzt und das hätte man handeln können hier, wie gesagt, in M3. Sobald das Short Setup ist da zum Tragen gekommen, sobald er halt drunter geschlossen hat und Sie sehen, dass wir Kursziele erreicht, 4507, erstes Kursziel, dann die 4494 und ein nächstes wäre dann auf der Unterseite des gestrigen Tages tief die 4486. Genau, und im DAX, wie gesagt, unten die 7073, das wären weitere Kursziele. Der Bund kann sich man nicht lösen nach dem Fortsbreak am gestrigen Low, kann sich hier nicht über die 134,16 erstmal absetzen. Und gut, der Vollständigkeit, aber S&P, der hat
einfach die Tagesrange oben einen Tick neues Hoch gemacht zu heute und unten einen Tick, ein, zwei Ticks hier neues Tief zu heute. Aber das ist hier so ein bisschen Niemandsland. Also S&P, ja, der konsolidiert ja auf höchstem Niveau. Damit war es das von meiner Seite aus. Wie gesagt, falls Sie hier weiter mithören möchten, dann können Sie sich hier bei uns auf der Webseite www.traderstalk gerne kostenlos und unverbindlich hier unter Trial kostenfrei beginnen hier registrieren und bekommen da, das läuft auch dann aus nach diesen 14 Tagen. Falls Ihnen das gefällt, wie gesagt, das ist ein börsentägliches Webinar von 8 Uhr bis 17 Uhr von hauptsächlich von dem Kollegen Alex Meyer und mir. Und damit übergebe ich jetzt hier an den Nelson. Ich hoffe, Sie haben hier ein bisschen was mitnehmen können, idealerweise ein bisschen was an Profits mitnehmen können, wenn Sie dann entsprechend Hilfe gefunden haben hier im Rahmen der Kommentierung, würde uns natürlich freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in 2 Wochen spätestens wiederhören beim nächsten gemeinsamen Webinar mit FXLED. Nelson, ich übergebe an dich das Wort. Super, vielen, vielen Dank, Wango. Vielen Dank für die Informationen und für das Webinar heute. Danke auch an Alex und natürlich danke an alle, die heute dabei waren oder sich jetzt auch die Aufzeichnung anschauen. Testen Sie TraderStalk, nutzen Sie die kostenlose Version bzw. das kostenlose Angebot, um mal reinzuschnuppern. Und ansonsten natürlich viel Erfolg diese Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und wie Wango gesagt hat, bis in 2 Wochen. Also, bis dann. Ciao. Also von mir vielleicht noch mal ganz kurz. Wir können natürlich auch von uns aus FXFlat hier als Partner von uns, sehr verlässlicher Partner mit einem tollen Produktangebot. Von daher auch von uns können wir das nur gutheißen, wenn Sie da entsprechend nach einem Broker suchen, der zuverlässig ist, gute Services bietet und leistet. Absolute Daumen hoch, was FXFlat angeht. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören, weiterhin viel Erfolg beim Handeln und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke, schönen Tag. Ciao.